Hallo zusammen zum nächsten Urheberrechtstalk auf UnUni TV mit Astrid Christofori in Wuppertal sitzend. Hallo Astrid. Hallo Anja. Wir haben uns wieder einige Fragen hier eingefangen, die du uns beantworten möchtest. Und ich fange dann gleich mal an, ne? Mit Frage 1. Genau. Wie ist das denn beim Rebloggen, zum Beispiel bei WordPress? Wenn ich in einem Reader einen guten Titel im Blog von XY lese und beim Aufrufen feststelle, dass der gesamte Artikel von jemandem ganz anderen geschrieben wurde. Ist das nicht Klauen auf ziemlich hohem Niveau? Das ist eine ziemlich gute Frage, denn es hängt ja erstmal davon ab, ob der einzelne Artikel, den man liest, überhaupt urheberrechtlich geschützt wäre. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Bildern, Fotos, ist eben nicht jeder Text urheberrechtlich geschützt. Und die Frage klauen, also umgangssprachlich würde man das wahrscheinlich so sagen, rechtlich aber nicht unbedingt. Urheberrechtlich relevant ist es nur dann, wenn ein Text tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist. Und das hängt von der sprachlichen Gestaltungshöhe ab. Das hängt nicht vom Inhalt ab. Also wenn ich jetzt ein ganz tolles Schreiben mache, wenn ich einen ganz tollen Vertrag entwerfe, dann steckt da sicherlich viel Arbeit drin, da steckt viel Fachwissen drin. Das ist aber urheberrechtlich in der Regel nicht geschützt. Das ist Standardvokabular und dementsprechend könnte dummerweise irgendjemand das auch kopieren. Dementsprechend zum Beispiel diese Vertragsmusterhandbücher, die es gibt, die sind genau aus diesem Zweck, kann man die ja benutzen. Natürlich werden die immer verändert und angepasst. Niemand benutzt so ein Muster 1:1. Aber das ist genau der Hintergrund, der einzelne Fachtext, und das wird wahrscheinlich auf die meisten Blogbeiträge sicherlich auch beitreffen, ist eben nicht urheberrechtlich geschützt. Deswegen, urheberrechtlich ist es eine spannende Frage. Und was ich schwierig finde, ist, wir können nicht unbedingt abgrenzen, ob ein einzelner Blogbeitrag jetzt wirklich dieses urheberrechtliche Niveau hat oder nicht. Deswegen, ich persönlich würde jetzt nicht einfach einen fremden Blogbeitrag nehmen, in meinen Blog reinsetzen, also abgesehen davon, dass ich Anwältin bin, sondern ich würde, wenn der nicht unter Creative Commons steht und ich diese Bedingung des Creative Commons erfülle, dann würde ich lieber nachfragen und sagen, toller Blogartikel, ich würde das gerne in meinen Blog aufnehmen und dann auch eher, dass derjenige das als Gastautor macht. Es gibt ja Blogs, wo das durchaus so ist, zum Beispiel Carter hat immer wieder aus bereits existierenden Blogs, auch Beiträge, die dann bei Carter zum Beispiel als Gastautor, als Blogbeitrag auftauchen. Und das ist dann auch wiederum okay. Was ganz anderes ist es dann wiederum, es gibt ja diese Tumblr-Blogs, du hast glaube ich auch eins, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich da die Nutzungsbedingungen akzeptiere, dann steht da drin, dass alles, was ich auf Tumblr einsetze, eben für andere auch zum Rebloggen gedacht ist. Und da ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Wenn ich jetzt einen eigenen Text da reinsetze, dann sage ich in dem Moment, wo ich es auf Tumblr mache, ja, ihr dürft das alle nutzen. Es steht sogar ausdrücklich drin, dass Tumblr das an andere, an Dritte, an Medien dann auch lizenzieren darf. Das ist so der Bereich, der so ein bisschen Grauzone und möglicherweise unschön ist, weil es eben nicht nur auf Tumblr sein muss. Was ich aber da auch wiederum nicht machen dürfte, ist, einen Beitrag aus einem völlig anderen Blog zu nehmen, was eben nicht Tumblr ist, und das jetzt einfach auf Tumblr bei mir reinzusetzen, selbst wenn ich den Namen dazu schreibe. Das wäre aus meiner Sicht wiederum meistens nicht okay. Mhm. Aber es ist ein Bereich, der schwer abzugrenzen ist. Mhm, klingt so. das ist mir auch neu in der Form. Was ist dir neu? Naja, wenn ich quasi ein Zitat von einem anderen Blog auf den Tumblr bringen würde, dann muss ich mich ja schon an die Zitaterecht dann irgendwie schon halten. Ne? Also dann fängt schon an, ein bisschen schwierig zu werden. Die spannende Frage ist ja, ärgert sich derjenige darüber oder nicht? Weil möglicherweise willst du ja gerade gar nicht auf so einem Tumblr-Blog sein, weil dann geht es ja einfach immer weiter. Und wenn du es auf Tumblr einstellst, wird es ja unter deinem Namen im Zweifel rebloggt. Gereblockt? Ja, weißt du, was du meinst? Und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Und wenn ich jetzt selber einen neuen Beitrag schreibe, also ich schreibe jetzt was zu, wie war die heutige Session, und stelle das direkt bei Tumblr ein, kein Problem, ich weiß ja, was passiert. Wenn ich aber auf meinem WordPress-Blog etwas schreibe und jemand anders stellt es bei Tumblr ein, fände ich das problematisch. Also unabhängig jetzt von der Frage urheberrechtlicher Schutzabmahnmöglichkeit. Aber es war ja nicht mein Wille, das zu machen, sonst hätte ich ja einen Tumblr-Blog.
Ja, weiß ich jetzt nicht, in Deutschland, aber ist eine andere Diskussion. Warte mal, wir verbinden jetzt mal mit der zweiten Frage, weil die passt glaube ich gut dazu. Wir erleben das ja immer häufiger, dass es Dienste gibt, irgendwie ganze Blogs aggregieren und dann ungefragt komplette Artikel da einfach aufführen. Und manchmal will man das nicht unbedingt, weil vielleicht auch das Geschäftsmodell einem nicht so ganz klar ist. Was kann man denn dagegen tun, wenn man, auch wenn am Ende dann jeweils der Verweis auf das Original erfolgt ist? Also wie kann ich mich dagegen schützen, dass einfach meine Blogartikel einfach eins zu eins übernommen werden? Schützen ist ja eher was Präventives. Schützen in dem Sinne geht nicht, weil alles, was ich irgendwo in das Netz stelle, kann natürlich von irgendjemandem verwertet werden, kopiert werden und so weiter. Was ich machen kann, wenn ich es entdecke, und das ist natürlich Problem 1, entdecke ich es überhaupt? Wodurch entdecke ich es? Mache ich tatsächlich irgendeine Art kleine Recherche, um zu gucken, taucht das irgendwo auf oder nicht? Wenn ich es aber entdecke, kann ich natürlich als erstes versuchen, den Blogbetreiber anzusprechen und zu sagen, das ist mein Beitrag, den darfst du nicht einfach nehmen und es reicht nicht aus, dass du meinen Namen dazu schreibst. Wenn der Blogbetreiber nicht bekannt ist oder da irgendjemand im Ausland sitzt, dann hilft es unter Umständen eben auch den Provider anzusprechen. Und meistens sind die bei dem Thema, wo es eben um Urheberrechte gehen kann, sind die relativ vorsichtig. Also wir hatten in der letzten Woche über Twitter diskutiert so einen kleinen Fall, wo eben das Anschreiben an denjenigen, der diesen Blog an sich zur Verfügung gestellt hat, geholfen hat, dass der Beitrag verschwunden ist. Mhm. Und das ist der Weg, den ich als erstes gehen würde, wenn es mich wirklich stört, wenn ich auf der Seite nicht auftauchen will, wenn es eben suspekt ist. Ansonsten präventiv sehe ich da ehrlich gesagt keine Möglichkeit. Aber ich hatte mir dann überlegt, also wenn ich einen Blogpost schreibe in meinem WordPress-Blog und den unter CC BY setze, dann kann der ja übernommen werden. Das will ich ja auch. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Dann kriegt es ja nur so einen faden Beigeschmack, wenn man dann feststellt, dass der Blog sich ausschließlich aus so aggregierten Blogs wiederum zusammensetzt und damit zum Beispiel Waren verkauft. Ja, zum Beispiel. Ja, ich könnte mich jetzt darüber hinwegsetzen und sagen, toll, mein Artikel wurde nochmal geblockt und damit ist gut, weil mein Name steht dabei und der Link ist gesetzt. Aber irgendwie ist es ja doch, da fängt es ja an, ein bisschen komisch zu werden. Ja, natürlich, aber du hast keine Handhabe, weil wenn derjenige die Bedingungen tatsächlich erfüllt, die du in deiner CC-Lizenz gesetzt hast, dann hast du ja keine Handhabe, weil du sagst ja im Grunde genommen, jeder, der meine Bedingungen erfüllt, jeder, wirklich jeder, darf meinen Beitrag nutzen. Und wenn derjenige die Bedingungen erfüllt, du sagst ja nicht jeder, der meine Bedingungen erfüllt und den ich nett finde oder der mir inhaltlich gefällt. Obwohl, das wäre doch meine Erweiterung. Das doch ja, das wäre eine tolle Erweiterung, weil du dadurch auch sowas wie diese nette Diskussion, die es im Moment gibt, dürfen Lieder der toten Hosen bei CDU und SPD verwendet werden. Die finden das wahrscheinlich nicht so toll. Dadurch, dass sie aber in der GEMA sind, ist das eben möglich. Und das ist so ähnlich eben, Creative Commons darf im Moment jeder, weil es diese Einschränkungen halt nicht gibt. Okay, wir haben das, glaube ich, verstanden. Ich gehe mal weiter, damit wir ein bisschen ein paar Fragen hier abarbeiten. Ein Foto von meinem Blog wurde leicht verändert. Sagen wir mal, das Motiv wurde ausgeschnitten, das heißt, der Hintergrund ausgegraut und auf einem anderen Blog ohne Quellenangabe und Genehmigung veröffentlicht. Kann ich dafür ein Honorar fordern? Und wenn ja, wie berechne ich das? Also, man kann erstmal abmahnen, man kann Schadenersatz verlangen. Das Problem ist die Höhe des Schadenersatzes. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, was ist es, ein professionelles Foto oder ist es ein, ich sage jetzt mal böse, Hobbyfoto? Ist es etwas, was ich tatsächlich auf einem Markt verkaufen könnte? Und wie bemisst sich das dann? Das Problem ist, dass der Bereich für eben nicht professionelle Fotos, für Hobbyfotos, auf dem Markt einen minimalen Wert hat. Das heißt, natürlich würde man versuchen, bei einer Abmahnung dann auch zu sagen, du zahlst mir x Euro dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchsetzen kann, ist eher gering, weil sich eben für den Bereich Fotos teilweise eben in diesem Hobbybereich sehr niedrige Tarife auch schon ergeben haben. Da gibt es solche Sachen wie 45 oder 50 Euro pro Foto, wo ich Entscheidungen gelesen habe. Es gibt natürlich auch höhere Werte. Das hängt aber immer davon ab, wer hat das Foto gemacht, ist das professionell oder nicht. Und insofern, wenn ich wirklich abmahnen möchte, weil es mich ärgert,
dann würde ich natürlich auch versuchen, ein Honorar zu verlangen, wohl wissend, dass ich in einem Gerichtsverfahren nicht unbedingt das bekomme, was ich verlange, und wohl wissend, dass ich, wenn ich irgendeinen Betrag X auf dem Weg der Verhandlung bekomme, das eigentlich dann Wut ist. Das ist einfach eine Frage von Abwägung, Gerichtskosten und Chance. Ich würde vor allem dafür sorgen wollen, wenn es mich ärgert, dass das Bild da verschwindet. Alles andere lohnt wahrscheinlich den Aufwand gar nicht. Wenig. Also das Problem ist einfach die Wertigkeit von Hobbyfotos. Wenn ich ein professionelles Foto habe, dann habe ich einen bestimmten Anspruch, weil es auch lizenziert werden kann. Ansonsten ist schon schwierig. Okay. Knüpfen wir die vierte Frage da an. Für Zeichnungen, Visualisierungen werden teils Vorlagen, also Bilder, Fotos, Dritter genutzt, indem der Umriss kopiert wird und das Ganze noch etwas individuell gestaltet und verfremdet. Ist das dann ein eigenes Werk, ein Zitat oder darf man das überhaupt? Das ist so ein bisschen die Abgrenzung zwischen den Paragraphen 23 und 24 Urheberrechtsgesetz. Die Frage, ob ich etwas bearbeite oder ob ich etwas Eigenständiges Neues schöpfe. Wenn wir jetzt daran denken, was es so alles an Bildern, an Motiven, auch an Sprache gibt, alles ist irgendwo schon mal da gewesen. Wenn ich jetzt einen Baum fotografiere, es gibt Millionen von Baumfotografien. Die Idee an sich ist ja nicht neu. Deswegen ist die Frage, wenn ich jetzt etwas bearbeite, kann ich das Ursprüngliche noch erkennen? Ist es eben so prägend, dass ich sehe, ach, das ist das Bild von dann ist es eine Bearbeitung, dann brauche ich die Zustimmung des Urhebers. Oder ist es eben nur etwas, wo ich das Motiv sozusagen als Anreiz genommen habe, wo ich mich habe inspirieren lassen und gesagt habe, das nehme ich und ich mache was komplett Neues draus. Und diese Abgrenzung ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es also massenhaft Entscheidungen zu diesen unterschiedlichen Bereichen. Wann ist es eben eine zustimmungspflichtige Bearbeitung? Wann ist es eine Neuschaffung? Die Grenzlinie oder das, was man sich merken muss, ist, wenn ich das alte Werk nicht mehr erkenne, dann habe ich eine gute Chance. Eine Garantie gibt es nicht, aber dann habe ich eine gute Chance. Wenn ich das alte Werk noch erkenne, wenn ich das, also stell dir vor, du zeigst beide Sachen jemandem, der mit dem ganzen Bereich nichts zu tun hat und der sagt, das ist was völlig Unterschiedliches, dann hast du eine gute Chance. Wenn der sagt, oh, das ist aber ziemlich ähnlich, dann eher nicht. Mhm. Aber da gibt es natürlich in der Rechtsprechung und in der Theorie ganz, ganz viele Einzelmeinungen und Hinweise. Davon lebt ihr ja. Ja. Okay, Frage 5. In dem Bewegtbildzeitalter, in dem wir uns jetzt bewegen. Ich teste und veröffentliche gern Vines, Mixbits, Keeks und so weiter. Und mir vergeht die Freude daran, weil ich keine unbedenklichen Sujets mehr finde. Beispiel, ein 100 Jahre altes Buch von außen mit Inhaltsverzeichnis, Kapitalbeginn, Autor gestorben 1952. Kann ich das mit Remix-Möglichkeit veröffentlichen? Nein. Weil das Urheberrecht natürlich noch drauf ist und es geht ja jetzt nicht mehr nur um den Autor, weil das Buch von außen, das Inhaltsverzeichnis, würde ja gar nicht mal so sehr den Autor betreffen, sondern zum Beispiel denjenigen, der den Umschlagtitel, das Cover designt hat. Und wir haben ja unterschiedliche... Wir haben eben das Coverdesign, wir haben möglicherweise irgendwelche Bilder, die im Buch noch drin sind und das sind alles Urheber. Und selbst wenn das Buch vor 100 Jahren erschienen ist, müssen diese ganzen Leute noch nicht 70 Jahre tot sein. Das heißt, ich kann das nicht nutzen. Und die Tatsache, dass es heute diese Remix-Möglichkeiten gibt, heißt eben nicht, dass ich das nutzen kann. Sondern ich kann eben nur Sachen, die ich selber erstellt habe. Und dann ist im Grunde genommen wirklich unproblematisch ist Landschaft. Ja, das ist das Problem. Das heutige Urheberrecht passt natürlich zu diesen Möglichkeiten nicht. Und in den USA, wo eben diese ganzen Entwicklungen auch den Anfang genommen haben mit Tumblr und Remix und Reblog, gibt es eben diese Fair-Use-Doktrin, dass ich halt eben in einem privaten Bereich das in einem bestimmten Umfang nutzen kann. Das gibt es hier nicht. Hier gibt es Hop oder Top. So, und es mag jetzt sinnvoll sein, irgendwann darüber nachzudenken, dass man das Urheberrecht verändert, um das in einem gewissen Ausmaß zu ermöglichen. Aber bisher sehe ich da nichts. Das heißt, bisher ist immer die Gefahr, dass man abgemahnt wird. Und im Grunde genommen hat man die Auswahl, entweder man fragt die Leute, findet ihr das gut, dass wir das machen? Variante 2 ist, man macht es gar nicht. Variante 3 ist, man hofft, dass es nicht auffällt oder wenn es auffällt, dass es die Leute nicht stört. Du kennst ja meine These dazu, ne? Im Bundestag sitzen zu viele Juristen, das ist unser Hauptproblem. Ich sitze ja nicht im Bundestag. Ich
Das diskutieren wir ja ein andermal, haben wir ausgemacht. Ich bedanke mich bei dir, Astrid. Ist schon wieder 15:15. 15 Minuten sind rum. Und ich hoffe, wir konnten dem einen oder dem anderen da draußen weiterhelfen. Wir werden die nächste Session in 3 Wochen durchführen, am 20. September. Man kann weiterhin seine Problemfälle einstellen bei Google Moderator. Und je mehr Fragen wir haben, desto kürzere Taktungen können wir auch fahren. Also insofern haltet euch dran. Und dann können wir das hier noch regelmäßiger durchführen. Ich danke dir, viel Spaß und schönen Nachmittag, schönes Wochenende und so weiter. Bis dahin. Genau, wünsche ich auch. Bis dann, ja. Tschüss. Tschüss.